They call you Danger Laces. Danger Laces. They call you Danger Laces. Can't get the villains out of the night, out of time, out of sight. Danger Laces. Kicking ass. Heyo, welcome, buenos dias, dobry dzień. Heute geht's weiter mit Kingdom Come Deliverance. Wir laden schon mal. In der Zeit machen wir auf da mal ein neues Giveaway auf. Da. Close. Mal sehen, ob jemand die 500 Coins wollte. Nee. Coins will immer keiner. Inpacken, Epic rein. Den T-Fuel. Machen wir einen Code. 1, 2, 3. Hier als Antwort. Noch kurz das Skript editieren. Wir machen den Coach. So. Läuft. Für alle auf Twitch, die nicht wissen, worum es geht. Wir haben hier auf Twitter denn Giveaway laufen. So. Speicher und Prediction. Das haben wir auch. And hello, Jack Kinto. Welcome. Brauch mich gar nicht waschen, regnet. Zu essen wäre aber nicht schlecht. Nom nom nom. Was haben wir denn noch alles bei? $1,7k Groschen. Ich denke mal, hier irgendwo muss eine Stadt sein. Forschen wir erstmal, wo die Stadt ist. So in Richtung Norden. Jonah, HLS, Jesus, willkommen. Ich kann nicht weiter. Die Strömung könnte mich in den Tod reißen. Damn.
Komme ich hier nicht mehr hoch? Gib doch noch mal einen Topf zu essen, okay. Erforschen wir erstmal die Gegend. Jetzt zeige ich dir auch an, in die Richtung muss ich. What's up, Mr. Jesus? Willkommen, willkommen. Erik, also willkommen. Mir geht's gut, Jonah. Wie geht's dir? Erforsche hier gerade ein bisschen die Umgebung. Oh, falsche Richtung eigentlich. Aber mein Questmarker sagt in die Richtung. Gucken wir mal. Wir können ja noch eine kleine Verlosung machen hier. So fürs Zuschauen, so ein Coin-Buff. Ja, da ist eine Stadt. GG, check in du. Aua. Das tut doch weh. Rum wie ein Bettler und habe 1,7k Groschen in der Tasche. Das heiße Schokolade. Ich trinke kalte Schokolade. Ich habe hier so eine Schokomilch in so einer Packung stehen. Mit Trinkrohr. Jetzt fühle ich mich beobachtet. Das erste Mal, wo ich dieses Spiel spiele, also der erste Playthrough. Wart. Das sind schon ein paar Tage, wo ich das immer ein bisschen gespielt habe. Hat hübsche Grafik, das Spiel. Stinkst wie ein Gerberhund.
Aber ich glaube, so viele Songs hat das Spiel gar nicht. Der kommt mir auch schon wieder so bekannt vor. Ich komme aus dem Norden von Deutschland. So fast an der Waterkant. Und du, wenn du schon fragst. Mal gucken, das ist die Stadt, okay. Da muss ich hin. Es wird jetzt auch gerade Nacht. Hallo, Cassandra Fox. Willkommen. Das ist bestimmt ein Verbrecher. Du lernst seit 6 Monaten Deutsch. Okay. Also kommst du gar nicht aus Deutschland. Dafür hast du es aber schon gut gelernt. Es kaum zu merken oder gar nicht zu merken eigentlich. Holzfällerlager entdeckt. So wie man das bei Leuten, die Deutsch sind, meistens hört, dass sie nicht die Muttersprache Englisch haben. Hört man das ja oder liest man das ja bei den Leuten, die aus Amerika kommen, meistens auch, aber bei dir ist das kaum oder fast gar nicht aufzufallen oder aufgefallen, fast gar nicht aufgefallen. Also du kannst besser Deutsch als ich Englisch. Mensch, das ist sauduster. Und ich habe keine Fackel mit. Oh oh. No Torch. Oh oh. No! Damn! I'm bleeding! Cheat! And no stuff! Uh-oh. Maybe I die here. Yes, I think I die here. No idea where I am. Damn. Okay, remember, don't go in the night without a torch. Damn, damn, damn.
Tag. Grüß Gott. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Da lässt sich sicher etwas finden. Für wie lange? Eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Erzähl. Mach's gut. Die pennen wir hier. So. Mal noch was verlosen. Jung Ji Han, willkommen. Irgendwie müsste ich was essen. Jacinto GG. Honor Crate. Warten wir noch ein paar Stunden, bis es heller wird. Beste Grüße. Okay, Jonah. No problem. Noch was zu essen holen. Bisschen Brot kaufen. Fressen. Auf geht's. Ja, bis denn dann. Tschüss. Mal gucken, wo geht das hier hin? Wo bin ich vorhin reingefallen? Das muss ich jetzt im Hellen mal angucken. Steine. Okay.
Interessanter Ort. Okay. Folgen mal dem Weg. Das ist hier bestimmt das Holzfällerlager, was ich vorhin entdeckt habe. Bloß aufpassen, wo ich gegen hinlaufe. Oh, hier ist eine Klippe. Hier irgendwo runtergefallen. Kann sein. Oh, schöner Wasserfall. Sitzt hier auch ein Müller? Hi, Mr. Müller. Grüße. Gibt es hier etwas für mich zu tun? Kommt drauf an. Ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber wir haben hier ein Problem. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Kumanen aus dem Fluss geholt. Hab eine Idee, was wir mit ihm anstellen könnten, aber ich brauche Hilfe. Ich habe mit ihm was vor, aber dazu brauche ich Hilfe. Ich stehe im Dienste Razzik Kubillas. Dieser Kumane sollte in Ratai am Strang zappeln. Mag sein, aber ich bringe ihn da nicht hin. Keine Zeit. Da werfe ich ihn lieber ins Malwerk. Ich kann das für dich machen. Wie großzügig von dir. Und dabei ganz zufällig nebenbei die Belohnung einstreichen, was? Machen wir einen Handel. Ich gebe dir die Hälfte der Belohnung ab. Nimm's mir nicht krumm, aber ich bin ein misstrauischer Mensch. Gib mir das Geld im Voraus und du kannst ihn haben. Was du dann mit ihm machst, ist deine Sache. Ich schwärze dich an. Weißt du was? Jetzt ziehe ich andere Seiten auf. Ich reite nach Pirkstein und erzähle Herrn Razzik von dem Budiner Mehlkittel, der einem Kumanen Unterschlupf gewährt. Dann sehen wir ja, wer ins Malwerk wandert. Lügner! Hier bekommt niemand Unterschlupf! Nur leider wirst nicht du entscheiden, wer wem was abnimmt. Na schön, nimm dir deinen vermaledeiten Kumanen. Kannst gern mit ihm in die Hölle reiten. Lieber nach Ratai. Aber danke. Nimm den Gefangenen mit, du. Wo ist der Gefangene?
Wo ist denn dieser Kumane? Am Fluss oder was? Irgendwo gefesselt hier oder was? Noch ein neuer Link. Wo ist der denn? Bin ich völlig blind? Ist hier ein Tor oder was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Ich hätte eine Frage wegen des Kuman. Frag nur. Wie konntet ihr ihn gefangen nehmen? Ich will euch nicht auf die Füße treten, aber ich nehme an, er war bewaffnet, oder? Ja, war er. Aber er hat Pech gehabt, der Ärmste. Ich wollte morgens Wasser holen. Und da sehe ich plötzlich so einen Kerl, der seinen Gaul durch die Furt reitet. Und wie er halb durch ist, geht ihm das Vieh durch. Und wirft ihn ins Wasser. Ich spring rein, ziehe ihn an Land und sehe, dass er ein Kumane ist. Zu meinem Glück ist er auf den Kopf gelandet und war ohnmächtig. Da habe ich ihn in die Scheune gezogen. Okay. Was habt ihr jetzt mit ihm vor? Was weiß ich. Der Müller hat gemeint, ich soll auf ihn aufpassen. Fragt am besten ihn, wie es weitergeht. Gut, werde ich machen. Interessant. Interessant. Was soll's? Ich will den Kumanen holen. Was? Der Müller meinte, ich kann ihn mitnehmen. Er wandert in Ratei an den Galgen. Aha. Halte nicht Maul auf den Pfeil. Mach auf. Oh. Na gut. Akartok már megint. Azért jöttél, hogy kiröhög? Szép kis ős vagy. Steh auf. Der Rataya Henker möchte dich kennenlernen. Mi? Mi történik? Schnauze und hoch mit dir. Ach, jetzt bringe ich den auch automatisch weg. Mist. Den ganzen Weg umsonst hier laufen. Verstehst mich also doch? Du willst nicht nach Ratei? Würde ich in deiner Haut stecken, sehe ich das wohl auch so. Bitte, ich gehe unter Boden. Geld, sagst du? Geld, sagst du? Ich bin ganz Ohren. Ich gehe,
Icken! Ich Freiheit, du Geld! Vergiss es, ich lasse dich nicht frei. Ich Freiheit, du Geld! Freiheit? Das kannst du vergessen. Aber du wirst mir schön brav zeigen, wo das Geld versteckt ist. Wollen Geld? Sicher will ich. Los jetzt. Bring mich dahin. Und dann bekommst du, was du verdienst. Er bringt mich bestimmt in eine Falle. Und ich kann nichts machen. Könnte wetten, der bringt mich zu einem Lager, wo Humanen sind, die mich jetzt umbringen. Ich stech dich ab. Das wusste ich. Ich hätte ihn gleich umbringen sollen. Verdammt. Die blinde Gier wieder. Nochmal passiert mir das nicht. Ich hätte eine Frage wegen des Kuman. Wie konntet ihr ihn... Ja, ich wollte... Und wie... Und See? Was habt ihr jetzt mit ihm vor? Was gut. Interessant. Ich hätte eine Frage. Interessant. Habe ich noch nicht mit dem geredet? Ich will den Kumanen holen. Was? Der Müller meinte ich. Aha. Halte nicht Maul auf dem Pfeil. Oh. Mit der Kartoffel mag man gehen. Steh auf. Der Rataya Henker möchte dich kennenlernen. Wie? Wie sagt denn? Schnauze und hoch mit dir. Nun bringe ich den zum Henker. Hat er verkackt. Attila, willkommen. So, du verstehst... Bitte, ich Geld. Ruhe. Ich will kein Wort mehr hören. Ich bin schon mal gestorben. Ich will kein Wort mehr hören. Vogt, okay, müssen wir zum Vogt. Wo ist der Vogt? Der da oben?
Du bist der Vogt. Gott sei mit dir. Ich bin wegen des Kumanen hier. Ah, du warst das also. Ich denke mal, du bist wegen deiner Belohnung gekommen. Ja, richtig. In seiner Haut möchte ich nicht stecken, das sage ich dir. Ist der erste Kumane, den je einer lebend gepackt hat. Gnade haben diese Teufel nicht zu erwarten. Wie auch immer. Hier, deine Belohnung. Danke. 100 Groschen. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Möge Gott über dich wachen. Juhu. Hundert Groschen. Guten Tag, wie kann ich helfen? Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Sind wir uns einig? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ist das genug? Das ist zu wenig. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Okay. Dann ist mein Spalter wieder auf 100%. Gut, jetzt muss ich mal wieder gucken, also da lang. Können wir noch was verlosen, so ein Skinpack? Später haben wir jetzt Elbe. Okay. Elbe geht noch. GG. Kento wins. Sehr. Über Skin Pack.
Machen wir noch eine Prediction auf. So. Eigentlich müsste ich schon Stamina haben wie ein Held. So viel wie ich schon rumgelaufen bin. Nein, doch. Oh. So, Jack Kinto. Thanks for the tea fuel. Thank you, thank you. That's a yes. Lieber fressen. Müssen wir ja bald in Sasau sein. Das soll ja nicht mehr so weit sein. Laufen wir mal quer durch den Wald. Oh, ein Steinpilz. Nehmen wir mal ein paar Steinpilze mit. Vielleicht kann man die ja essen. Entdeckt da so gut. Schleifstein.
Schwarze Schenke. Bäcker. Prima. Schneider. Kirche. Okay, muss in die Richtung. Usim Perez, willkommen und Keys to Bones, thanks for the raid. Sorry, there was not a raid alert. Welcome Raiders and again Keys to Bones, thanks for the raid, very appreciated. If someone needs a coin buff, I start, I guess, the number game. I'm great. How was your stream, Keys to Bones? Ah, okay. Again, thanks for the wait. Thank you, thank you. Hier? Ah, maybe second floor. Glück und Gesundheit. GG, Erik. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Sie möchte wissen, warum ihr Diadem noch nicht fertig ist. Wir tragen daran jedenfalls keine Schuld. Wir hatten einen großen Edelstein bestellt, der das Diadem zieren sollte. Einen schönen Moldavit aus Südböhmen, der in Prag geschliffen wurde. Aber nun, ja. Kurz gesagt hat sich der werte Händler Martin Fizek, der ihn aus Prag herbringen sollte, unterwegs wohl verirrt. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Das wird Herrin Stefanie nicht gefallen. Ja, ja. Wir hätten hier einen Stein, womit wir den Moldavit ersetzen könnten.
Aber bestimmt kannst sogar du erkennen, dass er einer noblen Vermählung nicht würdig ist. Und auch nicht unserer gehobenen Handwerkskunst. Gäbe es doch nur jemanden, der den Moldavid aufspüren könnte. Warum fragst du nicht einfach? Ich mache mich auf die Suche. Sag mir, wo der Kerl zuletzt gesehen wurde. Dieser Kerl ist kein geringerer als der ehrbare Händler Martin Fizek. Zuletzt wurde er westlich von hier gesichtet, als er die Sasau entlang ritt und den Steg über die Furt passierte. Offenbar kam er nie hier in Sasau an. Gut, ich werde ihn suchen. Aber inzwischen könnte er auch über alle Berge sein. Oder unter der Erde. Lebe wohl. Da soll ich ihn suchen, also. Na denn. Kann ja nur Kilometer entfernt sein. Hauptstufe, neue Hauptstufe erreicht. Haben wir denn schöne, das geht, das Leben ist hart. Nehmen wir das. Vorplatz des Klosters. Ich hier nicht irgendwie durch. Es wäre doch gelacht, wenn wir den nicht finden. Idioten Edelstein. Der wurde bestimmt umgebracht. Und ich muss mir von den Kumanen den Edelstein zurückholen. Ich sag's euch, Chat. Ich hab da schon so ein Gefühl. Schon wieder so dunkel.
lassen. Was habt ihr denn da? Zu den Waffen! Hier rüber! Wo schickt dich denn die Hölle? Aua! Aua! Boah. Damn! Dreimal getroffen. Schon tot. Beste Grüße. Gott behüte dich. Jetzt habe ich natürlich das auch nicht mehr entdeckt, ne? Och nee. Müssen wir da mal speichern. Wahrscheinlich ein bisschen Rüstung kaufen vorher. Mein Sasau speichern. Sonst muss ich das immer wieder entdecken. Ein Wanderer. Okay. What? Wo kommst du denn her? Behängt, ein Glück.
Also, den Saso speichern nicht vergessen. Ganz wichtig. Prächtige Burg. Erstmal wieder alles entdecken. Schleifstein. Schnellreiseort. Gespeichert. Einen bösen Plan. Okay. Ist das hier ein Alchemist? Schreiber? Kräuterkundler, bist du der Kräuterkundler? Händlerin. Körpersäfte, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Stets im Gleichgewicht. Gott sei mit dir. Was hat er denn Schönes? Altarkerze, Horn eines Einhorns. Knochen des heiligen Thomas. Kaufe ich ihn im Schnaps. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Einverstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ein wenig mehr? So denn? Du ziehst mir hier die Haut ab. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Dann vergiss es. Was? Was? Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen?
Ich denke darüber nach. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Du bist ein Geizkram. Ein vernünftiger Preis. Nun, was ist denn mit ihm? Guten Tag. Dörfleischräucherwurst und Schmalz. Das ist ein klarer Fall. Er hat nicht genug Galle im Körper. Was bedeutet das? Was bedeutet was? Hallo? Gott sei mit dir. Was kann man hier üben? Reparieren? Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Immer derselbe Spruch. Ich denke darüber nach. Siebenhundert? Uff. Ganz schön teuer. Ich suche aber den Alchemisten. Ich brauche Gift. Ist hier den Alchemisten? Sieht nicht so aus. Das hier? Was? Nee, auch nicht. Lass uns handeln. Nehmen wir alles mit. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? 1000? Was sagst du dazu? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. In Ordnung. Lesen wir mal ein bisschen Bücher. So. Gut gelesen. Nächstes. Haben wir auch gelesen. Oh, mein Telefon.
One second. Okay, Telefoncall over. Das haben wir gelesen. Die Kumanen. Lesen wir erstmal jedes Buch, was wir haben. Neue Stufe erreicht. Lesen. Stufe 11.
Gut. Was glaubst du, wer du bist? Hab ich nicht gesagt, dass du hier nichts verloren hast? Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Oh oh. Hufzehn. Verflucht. Hier hast du das Geld. Also gut. Sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Hey, du! Rühr dich nicht von der Stelle! Nein. Du da! Was schnüffelst du hier so rum? Verpiss dich, oder ich trete dir in den Arsch! Bleib sofort stehen! Ergib dich! Genug! Du bist ein Verbrecher! Ich hab dich gewarnt. Du hast hier nichts verloren. Ich wusste gar nicht, wo ich bin. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Nochmal 15 Dollar hier. Na schön. Hier, bitte. Mann. Du hast für deine Verbrechen bezahlt. Ich hoffe, du lernst was draus. So, wo komme ich jetzt hier raus? Hey, was in drei... Hey. Ich sehe kein bisschen. Los, beeil dich. Was ist denn das für ein Bug, ey? Dass du hier nirgendwo wieder rauskommst. Du, bleib sofort stehen! Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Ich hab genug von dir. Als ich sagte, verzieh dich, meinte ich sofort. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Pöke ich in Kerker. Tja, dann geht's eben in den Kerker. Na denn? Dort wird's dir gefallen. Ist genau der richtige Ort für solche wie dich. Mann. Wäre das da nicht so scheiß dunkel, hätte ich den Typen abgestochen. Kannst ja die Hand vor Augen nicht sehen. Natürlich gibt es hier wieder nichts zu essen in der Nähe. Und Axt. Wo bin ich hier eigentlich?
Oh, ist ja ein Kräuterkundler. Hier oben oder was? Wieder Kräuterkundler? Nee, sieht nicht so aus. Oder? Johanka? Ha, Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Im Vergleich zu anderen... Du lebst. Also geht es dir gut. Was geht hier vor? Mein Gott. Philipp und... Sie sind alle... Ja. Was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich... hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen, so gut es geht, zu helfen, seit Scarlet dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atai. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Wie geht es den Leuten hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie in Gottes Hand. Bruder Nikodemus versucht es wenigstens, aber hat sich alles nur angelesen. Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Ist mir tatsächlich mal passiert. Fritz hat auf die Verbrennung gepisst und einen Tag später war alles wieder gut. Verstehe. In dem Fall sprichst du besser mit Bruder Nikodemus, bevor du hier Medikus spielst. Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz. Aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Habt ihr genug zu essen? Zum Überleben reicht es. Aber Genesende brauchen reichhaltige Kost. Und wenn ich Fleisch brächte, vielleicht Wild, das würde sie stärken. Das wäre eine große Hilfe. Brauchst du sonst noch etwas? Sieh dich um. Nun ja, ganz schön viel los. Viel los, sagst du? Ich musste einige der Kranken unter freiem Himmel betten. Sogar nachts. Und hast du gesehen, worauf sie liegen? Ich kann versuchen, bessere Bedingungen mit dem Kloster auszuhandeln. Das habe ich schon versucht. Lautstark. Die nicken bloß und krümmen keinen Finger. Nun gut. Warum ist draußen eine Wache? Die ist meinetwegen hier. Deinetwegen? Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns umspringen. Da bin ich aus der Haut gefahren und habe beinahe einen... Ach, egal. Wie fühlst du dich dabei? Du bist die einzige Frau hier. Alleine in einem Kloster. Manche Mönche reden mit mir. Doch für die anderen bin ich nur Luft. Leider zählt der Kustos zu den Ersteren. Was meinst du damit? Macht er dir Ärger? Andauernd. Angeblich hat er irgendwo eine Ehefrau, aber das hindert ihn nicht daran, dauernd um mich rumzuscharwenzeln. Und, was noch? Na was wohl? Er hat mich natürlich in sein Haus eingeladen. Ich könnte etwas unternehmen, wenn du willst.
Nein, mit dem werde ich fertig. Drohgebärden von dir sind das Letzte, was ich brauche. Das hilft mir kein Stück und den Vertriebenen schon gar nicht. Was kannst du mir über den Kustos erzählen? Eigentlich soll er sich nur um die Wachen und die Sicherheit des Klosters kümmern. Aber in Wahrheit hat er überall das letzte Wort. Auch bei den Vorräten. Deshalb denkt er wohl auch, dass er sich alles erlauben kann. Mhm. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig. Doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich tue, was in meiner Macht steht. Ich könnte einen Happen vertragen. Ines, willkommen. How's it going? Bruder Elias. Der kommt aus eigener Kraft durch. Und wer bist du? Bruder Elias. Was machst du hier? Was ich kann. Ich versuche den Skalitzer Flüchtlingen so gut es geht zu helfen. I'm doing also good, Ines. Thanks for asking. Wie lange hilfst du hier schon aus? Ich war schon hier, bevor die Flüchtlinge kamen. Da war es nicht so voll. Und was genau machst du hier? Hauptsächlich helfe ich Bruder Nikodemus. Wenn einer der Kranken stark leidet, wache ich hin und wieder nachts an seinem Bett. Manchmal muss ich Strampelnde festhalten oder Sachen holen. Bist du in der Heilkunst bewandert? Ein wenig. Die Grundlagen beherrsche ich. Aber ohne Bruder Nikodemus könnte ich den schwierigeren Fällen nicht helfen. Hab Dank. Möge Gott über dich wachen. Du bist Bruder. Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Nikodemus. Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Wie geht es den Verwundeten aus Skalitz? Manche von ihnen sind gut versorgt. Andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert. Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Hier ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig, so wie den Toten und den Versehrten. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt, ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun können. Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut. Sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes. Hab Dank. Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh und manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt. Mehr kann ich nicht für sie tun. Wie ist das möglich?
Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe. Kannst du denn nichts dagegen tun? Hilft dir keiner? Ich fürchte, nein. Die Brüder im Kloster kümmern sich nicht um die Welt da draußen. Und der Kustos hat mit dem Chaos in der Gegend genug zu tun. Außerdem gilt seine Hauptsorge dem reibungslosen Alltag des Klosters. Was ist mit dem hiesigen Kustos? Seine Leute haben genug Vorräte. Ich habe es bei ihm versucht. Aber er hatte wohl einen Streit mit Johanka und gibt uns nichts. Ich spreche mit ihm. Das wird nur aus meiner Familie. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Das siehst nicht nur du so. Ich möchte etwas von dir lernen. Was kannst du denn bereits? Ein wenig von allem. Ist das so? Verstehst du denn etwas von Kräutern und Heilpflanzen? Um ehrlich zu sein, leider nicht. Was soll ich dann mit dir anstellen? Nun, macht ja nichts. Vielleicht lernst du etwas Neues. Geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst und jäte dann das Unkraut in den Kräuterbeeten. Alles verstanden? Ja, ich fange gleich an. Nicht so schnell. Habe ich dir schon gesagt, was Unkraut ist? Dazu gehören Löwenzahn, Brennnesseln und Distel. Auch diese Pflanzen haben ihren Zweck, aber zwischen Augentrost und Minze nichts zu suchen. Und auch nicht anderswo in diesem Garten. Ich kann einfach nicht. Wie halte ich sie auseinander? Jetzt kommt der Teil, bei dem du etwas lernen kannst. Sieh im Herbarium nach und finde heraus, wie Löwenzahn, Brennnessel und Distel aussehen. Verstehe. Wenn du den Garten von Unkraut befreit hast, komm zurück. Und gnade dir Gott, wenn du etwas anderes als Unkraut entfernst. Keine Sorge, ich habe einen Hang zur Gärtnerei. Schau vor Carson. Willkommen. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Ich denke darüber. Okay, was kann er handeln? Er ist ab Stufe 5, okay. Reden wir über den Preis. Ist gut. Endlich eine vernünftige Summe. Kann ich hier schlafen?
Der kommt aus eigener Kraft durch. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum? Wegen meines Beins muss ich mindestens noch eine Woche hierbleiben. Es tut verdammt weh. Und weil auch noch alle die ganze Nacht rumjammern, finde ich keinen Schlaf. Warum suchst du dir keinen anderen Schlafplatz? Geht nicht. Nicht mit dem Bein. Vielleicht kann ich etwas brauen, womit du Schlaf findest. Dann beeil dich um Himmels Willen. Lebe wohl. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ruhe! Er braucht nur etwas Schlaf. Was ist denn? Brennt es etwa? Du bist nicht aus Skarlitz. Nein, aber bitte, hilf mir. Ich muss hier weg. Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich lebe, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte. Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Wieso kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab eine Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen. Und wo sollen mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Eieiei. Schorfer Carsten. Gwetz. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Lebe wohl. Schaffe Heilkräuter. Der kommt aus eigener Kraft durch. Was willst du denn? Du siehst gesund aus. Schon, aber das Bein tut noch weh. Waren das die Kumanen? Das sage ich dem Weibsvolk. Um ehrlich zu sein, habe ich mich selbst verletzt, als ich weggerannt bin. Hm. Wechseln sie deine Verbände? Manchmal. Die haben mir gesagt, sie hätten nicht genug Verbandszeug. Tja, aber die Verbände müssen gewechselt werden. Ich besorge welche. Lebe wohl. Er braucht nur etwas Schlaf. Der kommt aus eigener Kraft durch. Er braucht nur etwas Schlaf. Er sieht tot aus. Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ich muss Johanka fragen. Philipp aus Skarlitz. Ich sehe keine Wunden. Aber er zittert fürchterlich. Ich brauche was zu essen erstmal. So schon viel besser. Der kommt aus eigener Kraft durch. Die Nordseite sind die halben Dachsparren morsch. Und die Südseite haben... Als Steinmetze hier. Mit dem schon geredet?
Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Alles Gute. Wo ist denn dieser Garten? Ist das hier? Gott sei mit dir. Wessen Haus ist das? Das des Kustos. Des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Mhm. Du scheinst nicht viel von ihm zu halten. Ein Mann, dessen Nase so hoch in die Wolken ragt, dass sie als Regenrinne dienen könnte, kann nicht so übel sein. Was tut ein Kustos eigentlich? Tja, er soll sich um die Gemeinschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Aber? Aber in Wahrheit ist ihm mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Ich danke dir. Keine Ursache. Ist dir langweilig? Stinklangweilig. Wie kannst du dich in einer Stadt wie Sasau langweilen, die voll von Heiligkeit und Wissen ist? Sprich gar nicht erst davon. Die Bücher darf man nicht berühren, sprechen wollen sie nicht mit einem... Und als ich die Gebeine des heiligen Prokop betrachten wollte, verjagten sie mich. Mich? Wie einen gemeinen Dieb? Welchem Zweck dient dieses verdammte Kloster, wenn einem selbst das verwehrt wird? Nun, es heißt, es wäre nicht mehr viel vom armen Prokop übrig. Was soll das nun bitte heißen? Ich mache dir keine Vorwürfe. Aber es haben nun einmal nur Mönche Zugang zum Reliquiar der Krypta. Zuvor haben Besucher Reliquien des heiligen Prokop entwendet, um sie nur für sich zu haben. Und das ist die Konsequenz. Ich weiß, doch so etwas würde ich nie tun. Ich wollte sie bloß berühren, das soll Glück bringen. Vielleicht kann ich helfen. Ach ja? Du führst doch nichts im Schilde, oder? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dir etwas aus der Höhle unter dem Kloster mitbringen, wo er sich aufhielt. Man kann dort hinein. Ich würde es zurückbringen, nachdem du es berührt hast. Also, das würdest du für mich tun? Gewiss doch. Ich wäre dir sehr verbunden. Möge Gott über dich wachen. Muss ich hier eine Audienz verlangen oder was? Guten Tag. Ich helfe in der Krankenstube aus und wollte... Ah, wie geht es Johanka? Kennst du sie gut? In der Tat. Gut, gut. Spricht sie manchmal von mir? Ich wollte eigentlich nach Vorräten fragen und über die Verfassung der Skalitzer sprechen. Sie brauchen Decken, Nahrung. Nicht meine Sorge. Soll der Infirmarius sich darum kümmern? Dem sind die Hände gebunden. Bis der Abt zurückkehrt, bekommt er nicht mehr. Und warum sollte mich das kümmern?
Vielleicht Johanka zuliebe? Was willst du damit andeuten? Ihr könnte eines Tages selbst etwas zustoßen. Aber dann ließe ich sie doch nicht auf dem dreckigen Boden liegen. Ich würde persönlich dafür sorgen, dass man sich gut um sie kümmert. Weil ich dich bezahle. Für Vorräte? Aber natürlich. Das wären dann... Mach mal halblang. Du bekommst deine Vorräte vom Kloster kostenlos. Und niemanden wird es kümmern, wenn du um mehr bittest. Decken werden von Ratten zerfressen, Essen wird schlecht. Einverstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ach, du ziehst mir hier die Haut ab. Das ist zu wenig. Ja, solche Dinge geschehen. Und solange das Kloster meines Schutzes bedarf, wird es damit leben müssen. Alles Gute. Okay, haben wir schon meine ersten Quest erledigt. Und wo soll hier eine Höhle sein? Das gucken wir uns mal an. Der Bienenstock. Sehr schwer. Eieiei. Thank you.
Hier ist nichts. Ihr könnt schon mal Freudiges berichten, dass das erledigt ist, ne? Was ist mit Philipp passiert? Philipp? Er ist bewusstlos, hat Schüttelfrost und Fieber. Oh, das wusste ich nicht. Als er hier ankam, ging es ihm gut. Keinen Kratzer am Leib. Er hat die anderen hierher eskortiert. Aber plötzlich ging es ihm schlecht und irgendwann verlor er das Bewusstsein. Frag Johanka. Vielleicht weiß sie mehr. Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank. Mach's gut. Ich kann einfach nicht. Wo ist Johanka jetzt? Da. Was fehlt dem Kerl beim Altar? Ich kann keine Verletzungen erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen. Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Ich werde das Bein richten. Lass mich es versuchen. Ich richte sein Bein. Du? Ich versuche mein Glück. Schlimmer kann's eh nicht werden. Also verstehst du gar nichts davon. Wag es ja nicht, den armen Mann anzurühren. Was ist mit dem Henker aus Ratai? Normalerweise bricht er Knochen, aber vielleicht kann er sie auch wieder zusammensetzen. Der Henker? Selbst wenn du ihn überzeugen kannst, den lassen die doch nie rein. Vielleicht reicht es, wenn er es mir zeigt und dann kann ich... Lass dich nicht aufhalten. Ich jedenfalls habe jetzt genug zu tun. Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett. Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken! Unsere Freunde! Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Oh, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Du hast hier schließlich ein ganzes Herbarium. Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Und wo ist er? Er verließ doch Scarlets schon vor Jahren. Und weiß jemand, wohin es ihn verschlagen hat? Wenn du das Gerede über einen wilden Mann im Wald glauben magst, solltest du nach Rovna gehen. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort.
Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Auf Wiedersehen. Irgendwo muss doch hier ein... Gottes Hand, optional, bringen genügend Wildfleisch, finde etwas für den Schlaflosen, beschaffe Heilkräuter, beschaffe Verbände. Unkraut. Blau. Gehen wir erstmal dahin. Brennnessel sammeln wir auch. Distel. Gigi, congratulations. Brennnessel sammeln wir auch. Noch eine Brennnessel. Löwenzahn, überall Löwenzahn. Sammel. Minze, Löwenzahn. Machen wir die Brennnessel weg, da noch die Brennnessel weg. Machen wir noch die Löwenzahn weg. So viel Unkraut.
Minze. Löwenzahn. Anisse. Auch nochmal Löwenzahn. Das kommt weg. Brennnessel kommt weg. Löwenzahn kommt weg. Nochmal Brennnessel. Still. Minze. Das muss noch weg, Distel. Disteln sind ja auch Unkraut. Da ist noch ein Distel. Zwischen den Donnerhaufen Disteln. Noch eine Brennnessel. So. So ein Löwenzahn. Trost, Distel. Was noch eine Distel? Hier ist noch eine Brennnessel. Hier ist noch eine Distel. Noch ein Löwenzahn. Das sieht doch schon mal schick aus. Noch ein Löwenzahn. Das sieht auch schick aus. Gehen wir mal weiter, Brennnesseln sammeln. Weinweil. Distel. Brennnessel. Ist noch eine Distel. Brennnessel. Zur Sicherheit sammeln wir hier hinter der Begrenzung das auch noch weg. Wermut. Was haben wir sonst noch? Brennnessel. Wollen wir auch. Mal einen Haufen Disteln.
Das nehmen wir weg. Das auch. Kiste. Ja, es wächst. Ist ja unmöglich. Alles wegsammeln. Gehört bestimmt noch alles zum Kräutergarten. Nehmen wir das auch noch. Brennnessel. Nochmal Brennnessel. So. Das sollte eigentlich alles sein. Ist erledigt. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Es könnte sein, dass ich ein paar andere Pflanzen erwischt habe. Wenn es nur ein paar sind, ist es nicht schlimm. Ich werde mich selbst überzeugen. Gott behüte dich. Nein, lass die Tür auf. Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Geh nur. Ich mach das lieber selbst. Was? Was? Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es?
Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern. Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Möge Gott über dich wachen. Wo habe ich den ganzen Scheiß hier gesammelt? Mann. Da soll ich jetzt... Da unten rein? Wie soll ich denn da reinkommen? Das ist zu kompliziert. Damn. Haben wir noch? Bring genügend Wildfleisch zu Johanka, finde was etwas den Schlaflosen zur Ruhe verhilft. Schaffe Heilkräuter für Semek. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Na dann komm da. Oh. Nein. Shit. Nein. Shit. Hat das weh getan? Shit. Damn.
Gott sei mit dir. Wessen Haus ist das? Das des Kuss. Du scheinst nicht viel. Ich danke dir. Möge Gott über dich wachen. Habe ich nicht mit dem Kuss doch schon geredet? Mit dem schon geredet, oder? Gott sei mit dir. Ich helfe in der Krankenstube aus und wollte... Ah, wie geht es Johanka? Kennst du sie gut? In der Tat. Gut, gut. Spricht sie manchmal von mir? Manchmal, hier und da. Sehr gut, ausgezeichnet. Johanka bedeutet mir viel. Ich wollte eigentlich nach Vorräten fragen und über die Verfassung der Scarlitzer sprechen. Sie brauchen Decken, Nahrung. Nicht meine Sorge. Soll der Infirmarius sich darum kümmern? Dem sind die Hände gebunden. Bis der Abt zurückkehrt, bekommt er nicht mehr. Und warum sollte mich das kümmern? Das wird doch wieder scheitern. Vielleicht Johanka zuliebe? Was willst du damit andeuten? Ihr könnte eines Tages selbst etwas zustoßen. Aber dann ließe ich sie doch nicht auf dem dreckigen Boden liegen. Ich würde persönlich dafür sorgen, dass man sich gut um... Ja, ja. Ach, du bist unmöglich. Ich weiß nicht, was du meinst, aber du gehst jetzt besser. Du beginnst mich zu langweilen. Möge Gott über dich wachen. Ich sollte ihn einfach abstechen. In der Nacht, wenn er schläft. Wo gehst du hin? Wir haben ja eben gespeichert.
Ich wollte über... Warum behelligst... Ach, du bist unmöglich. Ich weiß nicht. Lebe wohl. Du, bleib sofort stehen. Du bist ein Dieb. Ich habe dich gesehen. Und ich habe noch nicht einmal mit all deinen anderen Missetaten angefangen. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Was will er denn haben? Ein K? Das ist zu viel. So viel Geld habe ich nicht. Zahlst du nicht, geht's in den Kerker. Dann der Kerker. Dort wird's dir gefallen. Ist genau der richtige Ort für solche wie dich. Gib mir die gestohlenen Sachen und zeig her, was du sonst noch bei dir hast. 10 Tage. Okay. Na, mal gucken, was das wird. Hallo, sind wir noch eine Crate? GG, Eric. Oh, code is running 141 minutes. You should change it. O2. Gut. Den ändern wir auf das. Speichern, starten. Jo. N. Okidoki. Nein, doch. Oh. Thank you, Erik, for the 20 TP. Yes, yes, yes. Okay. Alles ist gestorben, oder was?
bin ich hier eigentlich? Ach, hier. Mann, hab ich Hunger. GG Shaw. Ich hab den doch umgebracht. Da kann ich doch jetzt nicht nochmal fragen. Wieso hältst du mich auf? Ich könnte einen Happen vertragen. Den da umgebracht, wie kann der noch leben? Hä? Hab dich doch abgestochen. Müsste ich 100 Hühner ermorden? Cool, hier gibt es auch was zu essen. Dann sind wir schon mal nicht mehr hungrig. Oh, mal gucken, ob
es hier noch eine andere Möglichkeit gibt, hinzukommen. Wenn ich irgendwo eine Leiter, wo man hochklettern konnte. Nehmen wir Fackelschaufel verwandt. Können wir hier brauchen. Gucken, was hier oben so gibt. Ging es hier nicht noch höher? Ich wollte gerade sagen. Sonst kann man ja nichts klauen. Da kommt hier irgendwie runter. Okay. Komme ich nicht weiter.
Warum komme ich hier nicht rein? Sehr schwer. Hey Ben, willkommen. Hey, wake up. Sula, willkommen. Thanks for the follow. Mich mal hier schlafen. Verrückt, hier zu schlafen? Das ist nicht dein Bett. Hau ab! Verdammt. Nicht mein Bett, offensichtlich. Was für eine Gastfreundlichkeit. Müssen wir uns umgucken, wo wir pennen können. Entdeckt Schmied. Komme ich nicht rein? Tag. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Sie möchte wissen, warum ihr Diadem noch nicht fertig ist. Wir tragen daran jedenfalls keine Schuld. Wir hatten einen großen Edelstein bestellt, der das Diadem zieren sollte. Einen schönen Moldavit aus Südböhmen, der in Prag geschliffen wurde. Aber nun, ja, kurz gesagt hat sich der werte Händler Martin Fizek, der ihn aus... Er ist wie vom Erd... Das wird Herr... Wir hätten hier... Und auch... Gäbe es doch... Setze den Stein. Dafür bleibt keine Zeit. Dein ehrbarer Händler ist sicher längst über alle Berge und verspielt das Geld, das er für den Stein bekommen hat. Oder verprasst es im Badehaus mit Zuberdirnen. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ersetze den Stein durch einen anderen. Wie du wünschst. Den Verlust nehmen wir natürlich auf unsere Kappe. Wir regeln das mit Herrn Stefanie bei ihrem nächsten Besuch. Komm morgen Abend wieder, das Diadem ist dann fertig. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem abholen kannst. Es ist noch nicht so weit. Ist jetzt schon so weit? Hier ist so ein schönes Bett.
Wo kann man hier pennen? Hier kann man pennen. Wo ist Bürger? Chunkmite. Wo ist der Wirt? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun, kommt drauf an, was du so tun würdest. Bist das Scarlett, nicht? Dann kennst du sicher Matthäus und Fritz. Den zwei müsste mal einer ein paar Manieren einbläuen. Treiben nichts als Unfug und die Leute haben die Schnauze voll von denen. Mehr fällt mir nicht ein. Brot kaufen. Aber warum kann ich hier keine Nacht buchen? Glück und Gesundheit. Die hat dasselbe. Die brauchen Schlafplatz. Gibt es hier keine Schlafplätze? Weg. Aber hier gibt es bestimmt einen Schlafplatz. Und Gesundheit. Kann ich hier schlafen? Natürlich. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Nur die eine Nacht. Bezahlung im Voraus. Hier, bitte. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Bett. Wunderbar.
Lesen wir erstmal das Buch. In der Zeit machen wir noch eine Raffel für einen Epic-Skin. XP, willkommen. How is it going? Haben wir noch ein Buch gelesen? Wunderbar. Schon dunkel. Okay. Jetzt schlafen wir. Nobody wants the epic skin. I'm good too. Thanks for asking. Finally, weekend. Work is over. Ach, Mann, hab ich Hunger. Nein, nicht nochmal schlafen. Aus. Da ist eine Mühle, da ist bestimmt doch ein korrupter Müller, der Sachen kauft. Hat hier die Mühle? Bist du der Müller? Nee, bist du nicht. Hallo, Mr. Müller. Wo bist du? Warten wir noch eine Stunde.
GG Awake. You got a epic skin pack. Yes, I like this game. I got it for free. And for free, it is cool. Warum kann ich nicht mit dir reden? Okay. Maybe I stream tomorrow. Maybe. When not, I'm here on Saturday. Sunday. Sorry, Saturday is Samstag. When I am not tomorrow streaming, I'll be here on Sunday. Let's draw the giveaway. Code 4. Close. Here. Close. 3. Okay. Good luck, everyone. Okay. That's it. Let me see, we can wait somebody. Let me see who are online. Let's wait, Wolfie.